In diesem Video schauen wir uns die Bedeutung der Tarotkarte Ritter der Stäbe an. Stäbekarten sind den Feuerzeichen zugeordnet, Widder, Löwe, Schütze. Und Stäbekarten sind Aktionskarten, das heißt, mit den Karten werden Handlungen angezeigt, man kommt ins Tun, man macht etwas, möglicherweise auch etwas Kreatives. So, gucken wir uns den Ritter mal an, wie er da so seinen Stab hochhält auf seinem Fuchs, auf seinem rotbraunen Pferd. Der sieht schon ganz schön leidenschaftlich aus, fast schon ein bisschen heißblütig. Und genau das ist es auch, man kann sich das ganz gut merken an diesen Flammenfedern oder Flammen an der Rüstung des Ritters. Der Ritter der Stäbe verkörpert oft einfach die kühne, leidenschaftliche und unternehmungslustige Persönlichkeit. Die Karte zeigt den Reiter, den Ritter auf seinem Pferd, der den Stab in der Hand hält, bereit, sich voller Energie und Entschlossenheit eben ins Abenteuer zu stürzen. Der Ritter der Stäbe symbolisiert den Drang nach persönlichem Wachstum und neuen Erfahrungen. Der ist impulsiv, optimistisch, bereit, Risiken einzugehen, um seine Ziele zu erreichen. Und dementsprechend ermutigt uns die Karte auch dazu, den inneren Antrieb zu nutzen, das innere Feuer, kreative Projekte zu verfolgen und mit Leidenschaft in neue Unternehmungen einzusteigen. In Bezug auf Persönlichkeit kann der Ritter der Stäbe darauf hinweisen, dass man in einem Stadium des Wachstums und der Selbstfindung ist und ermutigt uns dementsprechend dazu, die eigene Leidenschaft zu entdecken, mutige Entscheidungen zu treffen und das Leben eben mit Enthusiasmus zu gestalten. Der Ritter der Stäbe, wie einige andere Stäbekarten auch, kann aber auch auf körperliche Anziehung und oder Aktivitäten hinweisen. Ja, zum Beispiel das Ass der Stäbe wäre auch so eine Karte. Kommt immer ein bisschen drauf an, was natürlich so gefragt wird und was für andere Karten vielleicht noch fallen. Aber dass ihr das mal gehört habt, das kann auch die körperliche Anziehung, Attraktion bedeuten. Ne? Also, dass es in den Federn auch hoch hergehen kann. Der Ritter der Stäbe kann auch auf eine Zeit der Bewegung und des Reisens hinweisen. Ja, die Fahrt ins Blaue bis hin zur Riesenunternehmungsreise. Es könnte bedeuten, dass man in naher Zukunft auf eine aufregende Reise geht, so Abenteuerurlaub, sei es physisch oder auch aber metaphorisch, um dabei die Gelegenheiten, die sich bieten, mit völliger Hingabe. Ja, der Typ ist leidenschaftlich, dieser Ritter ist Passion, Lebenslust, Lebensfeuer, mit völliger Hingabe eben diese Gelegenheiten zu nutzen und auch mal auf eine Fantasiereise zu gehen. Ja? Was entfacht das innere Feuer in mir? Wo habe ich richtig Lust drauf? Ja? Also das ist hier gemeint mit der metaphorischen Reise. Aber wie jede Karte hat auch die natürlich ihre nicht so schöne Bedeutung, sage ich jetzt mal. Das heißt, die Warnung, die da drin liegt, ist nicht überstürzt oder unüberlegt zu handeln. Der Ritter der Stäbe sollte seine Begeisterung mit einer kleinen Portion Umsicht, sage ich mal, verbinden, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Der Ritter der Stäbe kann nämlich auch als Beispiel sehr, sehr euphorisch an ein Klärungsgespräch rangehen und dann wird aus Heißblütigkeit Hitzigkeit. Ja, das kann dann ganz schnell umschlagen und dann gibt es hier gnadenlose emotionale Wutausbrüche vielleicht. So, fassen wir also zusammen. Insgesamt verkörpert der Ritter der Stäbe die Energie des Vorwärtsstrebens, der Begeisterung, der Heißblütigkeit, der Leidenschaft, der Unternehmungslust. Und der Ritter der Stäbe ermutigt dazu, mutig in neue Abenteuer zu starten, persönliche Ziele zu verfolgen, das Leben mit einem Hauch von Abenteuerlust zu leben. So, wenn ihr mehr über die Karten wissen wollt, dann stürzt euch in das Abenteuer, was 660 Seiten knapp lang ist. Das ist nämlich das Tarot-Lern-E-Book. Das findet ihr
unter dem Link in der Videobeschreibung unter diesem Video hier. Da sind ganz viele Details, zum Beispiel welche Planeten welchen Karten zugeordnet sind, welche Zeitqualität etc. pp. Ja, also viel umfangreichere Informationen als hier in den Videos. Das ist so aufgebaut, dass es zusammen funktioniert. Das war der Plan dahinter. Und ansonsten, so oder so, vergesst eure Intuition nicht einzupacken. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Freude und Euphorie beim Abenteuer Tarot. Alles, alles Liebe für euch und bis ganz, ganz bald.